Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwan und willkommen zu einer neuen Folge Wie schmeckt's? Und heute machen wir die XXL Schokotorte aus dem Film Mathilda. Und heute, meine Damen und Herren, ist ein ganz besonderer Tag für mich, für euch und für die ganze Menschheit, denn heute ist der offizielle Start meines Kochbuchs. Wie schmeckt's? Überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Und zur Feier des Tages ist so eine fette Schokotorte doch das allerbeste. Und ich muss dazu sagen, es ist mein absoluter Traum, einmal da so reinzugreifen wie Benno. Ich glaube, ich werde es heute nicht machen, weil das wäre ganz schön schade um die Torte. Aber wer den Film nicht kennt, der muss ihn sich wirklich mal anschauen. Für mich ist das ein absoluter Klassiker. Ich habe ihn als Kind schon so viel mal gesehen, als Erwachsener dann auch immer mal wieder. Besonders, ich glaube, zur Weihnachtszeit kommt er, falls ich mich jetzt nicht irre. Es geht um ein kleines Mädchen mit ganz besonderen Kräften, die in einer ein bisschen schrägen Familie aufwächst. Und ja, es ist ein schöner Film. Ich möchte nicht zu viel wegnehmen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und die ihn gesehen haben, die wissen ja, worum es geht. Und ganz zufälligerweise habe ich das Rezept jetzt parat. Gibt's in meinem Kochbuch. Ich hatte sogar den Soundtrack von dem Film Mathilda ganz lange als mein Handyton. Und jedes Mal, wenn mich jemand angerufen hat, kam diese Melodie. Dieser Soundtrack kommt übrigens auch, wenn sie anfängt, mit ihren Kräften etwas zu zaubern. Ich habe ganz Zeit überlegt, wie könnte ich diese Zauberkräfte ins Video bringen? Also auf ganz magische Weise eine Butter schweben zu lassen. I don't know what the f that was. Wie macht sie das nur? Aber da mir leider das Team fehlt, mit dem ich irgendwelche Schnüre ziehen kann oder mir irgendwelche Sachen so reingeschwebt werden, habe ich eine ganz andere Methode gefunden zu zaubern. Denn passend zum Start des Kochbuchs habe ich überlegt, mir eine Website zu erstellen. Und ich sage euch ganz ehrlich, mit Wix funktioniert das fast wie Zauberei. Ich sollte eigentlich Werbeslogans schreiben. Vielleicht habt ihr auch schon mal vor einem YouTube-Video eine Wix-Werbung gesehen. Wix. Schneller ist nix. Werbeslogan-Maschine. Ihr könnt euch mit Wix eure eigene Website erstellen und das super einfach. Kleine Geschichte hier an dieser Seite. Ich hatte mal eine Ausbildung als Mediengestalterin angefangen und dort musste ich lernen, mit HTML Webseiten zu erstellen. Ich habe es damals einfach nicht hinbekommen, diese Website zu erstellen. Es war so kompliziert. Man musste ja wirklich noch die ganzen Codes eingeben, Zahlen und, wie nennt man das, Befehle. Und es war wirklich, jeder, der schon mal HTML vielleicht benutzt hat und gut darin ist, sorry, aber für mich war das so schwer. Und deswegen wertschätze ich Anbieter wie Wix einfach viel mehr, weil ich weiß, wie kompliziert es eigentlich ist und wie unglaublich einfach es mit Wix ist. Hallo Kühlschrank? Mein Kühlschrank macht gerade Eis. Lass dir Zeit. Bist fertig? Man hat dort wirklich hunderte verschiedene Möglichkeiten, wie man seine Website gestalten kann und Layouts, an denen man sich orientieren kann. Auf meiner Website zum Beispiel habe ich die Hintergrundfarbe dem Cover vom Buch angepasst. Mehr als ich in der Ausbildung geschafft habe. Aber natürlich kann man dort auch Bilder einfügen, die Social Media Accounts verlinken und, was ich mega gut finde, meine YouTube Videos auf die Website packen und dass man sie dort auch schauen kann. Und das habe ich auch gemacht. Also da hat man dann quasi das Buch, dann einen Link, wo man das Buch kaufen kann und dann noch die Videos, die zu dem Buch erscheinen. Und wenn man sich jetzt für das Buch interessiert und auf die Website geht, dann kann man gleich sehen, ah, diese Videos gab es schon zu dem Buch. Oh, was hat sie denn da gemacht? Oder wenn man zum Beispiel Hilfe braucht bei einem Rezept oder irgendwie schauen möchte, wie ich das gemacht habe, dann kann man zum Beispiel auch die Videos dann anklicken. Unten kann man dann auch zum Beispiel noch die Aufmacherseiten sehen. Da kann man sehen, welche Kategorien da drin sind. Und ich finde es einfach mega cool. Es ist wirklich so leicht und intuitiv und das kann wirklich jeder. Vielleicht habt ihr ja schon mal drüber nachgedacht, euch eure eigene Website zu erstellen und dafür habe ich sogar einen Rabattcode Malwanne10 und damit bekommt ihr 10% Rabatt auf eure eigene Website. Bist du bereit für deine eigene Website? Dann auf zu Wix, denn schneller ist nix. Also falls ihr euch das mal genauer anschauen wollt, unten findet ihr natürlich den Link dazu. Und jetzt machen wir uns an die Torte. Ich kann euch jetzt schon verraten, in die Torte kommt sehr, sehr viel Schokolade. Hey, es ist eine XXL-Schokotorte. Was habt ihr erwartet? Ich merke aber gerade, dass es doch noch ein bisschen Winter ist und mir echt kalt ist. Ich hole mir ganz kurz eine Jacke. Cardigan Gang. Cardigan. Cardigan! Cardi! Oh mein Gott, mir fällt gerade auf. Ich sehe aus wie so ein Waisenkind aus so einem
Hollywood-Film. Ich habe keine Eltern. Passt auf jeden Fall zu Mathilda. So, das Rezept zu der Schokotorte ist ein bisschen tricky, weil man es auf 2 Tage aufteilen sollte. Glaubt mir, das erspart euch Stress und ein paar Zutaten brauchen ihre Zeit. Wir fangen an mit Tag 1. Wir beginnen erstmal mit der Füllung und der Creme der Torte. Für die Füllung brauchen wir Superfoods wie Vollmilchschokolade oder Sahne. Und Butter. Butter. Und für die Creme drumherum Zartbitterschokolade und Sahne. Wie geil ist meine Küche bitte? Geil, geil, geil! Endlich kann ich es ausnutzen, dass ich eine Herdplatte vorne habe. Und nun müssen wir die Sahne aufkochen. Sahne in einen Topf geben. So. Jetzt kochen wir sie auf. Und während sie aufkocht, Schokolade schneiden. Ungelogen, ich fühle mich gerade echt wie bei so einer Kochshow. Jetzt nehmen wir unsere Schokolade. Du, 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 du. Die Schokolade schwebt. Du, 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 du. Klein schneiden. Übrigens wurde bei meinem letzten Twitch-Stream ein Fehler im Kochbuch entdeckt. Vielleicht habt ihr ihn ja auch schon entdeckt. Durch Zauberei wurde diese Schokolade jetzt geschnitten. Ich weiß gerade nicht, was ich aufgenommen habe. Falls ich gerade zu blöd war, um zu filmen, wie ich die Sahne vom Topf nehme, die Schokolade da reinmache und dann es rühre und hier reinkippe, seht ihr das jetzt bei der Creme. Gut gemacht, Vanessa. Und die Creme fängt genau gleich an. Wir brauchen Sahne. Die müssen wir erhitzen. Und jetzt brauchen wir noch mehr Schokolade. Diesmal zartbitter. Kommt es mir nur so vor, da sehe ich in diesem Kleid ein bisschen schwanger aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Kleid dafür gemacht ist, um schwanger zu sein. Jetzt habe ich Lust, schwanger zu sein. Ein bisschen Mathilda-Zauberei kann ich euch auch zeigen. Du, 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 du. Hallo? Mein Name ist Mathilda und ich hätte jetzt gern die Sahne aufgekocht. Ich glaube, sie kocht jetzt. Ja, kocht sie? Sie kocht. Jetzt kocht sie richtig. So, einmal runternehmen und 30.000 Kilos Schokolade rein. So, Schokolade rein und jetzt schön verrühren. Bei Zartbitterschokolade wird es ein bisschen länger dauern, bis sie sich aufgelöst hat. Ich habe gerade gemerkt, was ich für Bewegung mache. Das sieht einfach aus wie der krasseste Schokopudding ever. Schaut euch das an. Es ist so schokoladig. Das sind jetzt unsere beiden Schokoladencremes. Einmal für die Füllung und für außen. Und für die Füllung müssen wir aber noch weitermachen. Die bleibt jetzt so, aber beide müssen jetzt erstmal stehen bleiben und abkühlen. Eigentlich steht jetzt in meinem Kochbuch, dass man den Kuchenteig am Tag 2 machen soll. Da ich aber morgen extrem wenig Zeit habe und heute dafür umso mehr, mache ich den schon heute. Wir packen ihn dann einfach ein und haben ihn dann morgen bereit. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Das macht man sich so, wie man es mag. Wir sind ein freies Land, also seit Artikel 13 nicht mehr ganz so frei, aber ne? Artikel 13, du machst mich fertig. Und wer hätte es gedacht, dafür müssen wir wieder in einem Topf ganz viel Butter schmelzen. Yeah. Und zu der geschmolzenen Butter geben wir jetzt unsere Zartbitterschokolade rein. Und wenn sich dann die Schokolade so richtig schön aufgelöst hat, kommt dann auch so ein richtig schöner Becher Sahne rein. Das schmeckt und ist schwer. Und dann nochmal verrühren. Und wenn ihr das jetzt trinkt, dann braucht ihr für eine Woche lang nicht mehr essen. Und nun brauchen wir ganz schön viele Eier. Richtig viele Eier. Und mit richtig viele Eier meine ich richtig viele Eier. Und die müssen wir jetzt rühren. Mit unserer Zauberkraft. Du, 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 du. Oh, das bewegt sich von selbst. Du, 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 du. Das weiße Gold kommt dazu. Und wird eingerührt. Ein bisschen Vanillearoma rein. Rühren. Und 2 Prisen Salz reinmachen. Und jetzt kommt unsere Schokocreme zu den Eiern. Sünde, Leute. Das ist einfach Sünde. Das Baby hat ganz schön Gewicht. Das ist eine große Schüssel. Und hier ist das Monster, was wir erschaffen haben. Hier haben wir jetzt eine Mischung aus Mehl, Backpulver und Kakaopulver. Es war ja noch nicht genug Schokolade. Und die hauen wir jetzt mal da rein, ne? Am besten ist, wenn man die trockenen Zutaten nach und nach reingibt und immer wieder rührt, dann vermeidet man Klumpen. Ich habe euch einen XXL-Kuchen versprochen. Ihr bekommt einen XXL-Kuchen. Ach so, eine Zutat habe ich nicht übernommen. In der Szene wird nämlich gesagt, dass sie ihr Blut und ihr Schweiß in diesen Kuchen reingetan hat. Das haben wir einfach mal überhört. Den Ofen müssen wir auf 150 Grad vorheizen. Und in der Zeit fetten wir uns so richtig 2 Springformen ein. Und in eine Springform packt ihr 2 Drittel. Und in die andere 1 Drittel rein. Ja,
auch beim Backen braucht man manchmal Mathe. Und wenn ihr zum Beispiel nur eine Springform habt, dann könntet ihr es auf 3 aufteilen. Oder ihr macht erstmal das 2/3, zieht es raus und macht dann nochmal das 1/3. Oder ihr habt 3 Springformen und dann könnt ihr das gleichmäßig verteilen. Aber ich finde, mit 2/3 und 1/3 passt es irgendwie am besten. Und ich finde, dass es bei der Matilda-Schokotorte jetzt nicht so wichtig ist, ob die Böhnen alle gleich groß sind, weil das ist ja so eine schokoladige Matsch-Torte, wo man einfach nur so reinlangen möchte und nicht so... Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich werde jetzt den Teig backen, abkühlen lassen, schlafen gehen und wir sehen uns morgen wieder. Also jetzt. So Leute, Tag 2 und heute machen wir die Torte fertig. Es geht jetzt weiter mit der Füllung. Ich war so blöd. In meinem Kochbuch steht, dass man die Creme einfach nur stehen lassen soll. Also an einen kühlen Ort stellen und einfach zugedeckt stehen lassen. Ich habe es in den Kühlschrank gepackt. Und dann wache ich heute Morgen auf, mache den Kühlschrank auf und denke mir so, scheiße. Ja, was ist? Beide Cremes total fest. Ich habe die Außencreme jetzt nochmal ein bisschen aufgewärmt und gerührt, damit sie wieder weicher wird. Aber ich habe mir gedacht, wie blöd kann ich sein? In meinem Kochbuch steht es doch, wie es gemacht wird. Ich vertraue mir selber nicht. Heute sehe ich aber nicht wie schwanger aus, sondern wie so eine richtige gute Hausfrau. Oh, mein Mann kommt gleich von der Arbeit nach Hause. Ich backe ihm noch schnell einen Schokokuchen, denn das ist seine Lieblingssorte. Aha. Nein, ich backe ihn für mich, damit ich ihn traurig im Bett alleine essen kann. Oh. Für die Füllung müssen wir jetzt Butter aufschlagen. Und meine KitchenAid macht das ganz von alleine. Schaut mal, so hell wird sie. Also die wird richtig, richtig hell. Jetzt rühre ich ein bisschen schwächer und gebe dabei nach und nach diese mega geile Creme dazu. Oh, das ist Sünde. Und das ist unsere fluffige, helle Schokocreme. Und nun ist es Zeit für unseren Kuchenteig. Okay, wir müssen aus den 2 Böden müssen wir jetzt 3 Teile machen. Also einfach hier so schön den Kopf weg. Oh mein Gott. Und stresst euch nicht, ob der gerade ist oder nicht. Wenn der lecker ist, wird das keinen interessieren. Oh mein Gott, sieht der gut drin aus. Schaut euch diese Schönheit an. Und wie der riecht. Das kommt jetzt da drauf. Als erster Boden. Jetzt sehe ich aus wie eine Hausfrau in ihrer eigenen Kochshow. Hallo Leute! Und jetzt müssen wir die Füllung reinmachen. Denn mit einem Spritzbeutel wird es schön gleichmäßig. Oh, jetzt kommt echt der beste Part. Tada! Darauf folgt jetzt der Deckel. Deckel Nummer 1. Ein bisschen andrücken. Schön, dass er gerade drauf ist. Perfekt. Und wo ist Nummer 2? Das sieht echt aus wie so eine Kackwurst. It's the final Deckel. Oh mein Gott. Das ist mal eine Torte. Und jetzt kommt die Creme. Die Creme de la Creme. Wie gesagt, stellt sie nicht in den Kühlschrank. Versuch sie jetzt mal zu verschmieren. Oh, okay. Oha. Das Gute ist bei dieser Torte, dass die Creme nicht so perfekt drauf liegen muss, sondern eher so grob und richtig stückig. Und da kommt eine Menge Creme drauf. Das ist sie, Leute, die Schokotorte aus dem Film Matilda. Und sie ist so schwer. Das ist so ein Riesenteil. That's what she said. Absolut, that's what she said. Und für den allerletzten Menschen, der hinterm Mond lebt, mein Buch ist jetzt draußen. Ihr könnt euch das unten mit dem Link bestellen oder ihr geht in die Buchhandlung, so wie ihr das am liebsten mögt. Und ja, bestellt es euch. Und jetzt schneiden wir die Torte an. Es geht durch wie Butter. Muss ich noch irgendwas dazu sagen? Und jetzt stellen wir uns natürlich wieder der allerwichtigsten Frage. Wie schmeckt die XXL-Schokotorte aus dem Film Matilda? Oisky poisky! Seid ihr ready? Ich bin ready. Die ist so schokoladig. Oh mein Gott. Die ist so lecker. Und pack die Cremes nicht in den Kühlschrank. Reminder. Das ist so ein dickes Ding. Oh mein Gott. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie schokoladig sie schmeckt. Und danach sollte man auf jeden Fall ins Fitnessstudio. Ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Hier kommen nämlich tolle Koch- und Backvideos und anderes Zeug.
Und denkt daran, falls ihr euch eine eigene Website erstellen wollt, ganz einfach und schnell, dann schaut mal bei Wix vorbei. Mit dem Malwanne10-Code kriegt ihr auch 10% Rabatt auf die Website. Und die Links sind unten in der Beschreibung, genauso wie der Link zu meinem Kochbuch. Ich sag jetzt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mich hat's sehr gefreut. Und bis dann. Ich gehe jetzt mit meinem Kochbuch schlafen. Also, ich lege mich einfach nur mit dem Kochbuch ins Bett. Nicht das, was ihr gedacht habt. Bye!